Sommer und wir sind wieder da. Da. In unserem Video ist Folgendes nicht zu sehen. Stattdessen haben wir einen Beitrag über Campusfest vorbereitet. Schauen wir, was es heute hier gibt. Oh, Sport! Wer will denn bei dem Fest noch Sport machen? Fußball! Volleyball! Ultimate Frisbee! Hackisack! Longboard! Kletterwand! Zumba! Und es reicht. Ich schicke dir zu politischer Teil der Veranstaltung. Politik und Campusfest. Das ist wie ein Banane und Schicksal. Das passt irgendwie nicht zusammen. Also ich finde schon, dass es zusammenpasst. Also es ist ja einfach auch nicht ein normales Fest, sondern es ist ein Fest des Campus, ein Fest des Studentenrats. Alle Menschen sollen partizipieren können. Also soll jeder das Recht haben, hier frei und gut und schön zu feiern. Das zum politischen Teil. An der Uni wird fleißig gekürzt. Genau. Und die Studenten setzen sich mehr für War ja viel zu lang, deswegen muss gekürzt werden. Wie immer kommt unser ständige Rubrik, Russen fragen. Wie nennt man ein klares, aber undurchsichtiges Wasser? Oh, wow, das ist schwer. Klares, aber undurchsichtiges. Klar, aber undurchsichtig. Unmöglich. Was ist ein Orgasmus? Geil. Was ist was? Orgasmus. Was das ist? Ja. Also das ist jetzt aber... Sie können ja vielleicht die Luise... Das absolute Hochgefühl der Gefühle. Der wahre Liebe. Der wahren Liebe. Was ist dein Orgasmus? Ein Getränk. Ein Getränk. Ein Getränk. Ja, das ist irgendwie traurig. Von den Frauen hören wir heute immer nur diese Antwort. Warum ist das traurig? Wir haben so eine Frage. Wo hast du so gut tanzen gelernt? Nirgendwo. Kann man bei Zumba auch gleichzeitig Interviews geben? Nee, das ist schwierig. Guten Tag. Was warten Sie hier? Ich warte auf... Darauf, dass eine Toilette frei wird. Ach so, das ist ja, eine Toilette. Magst du es mit anstellen oder was? Ja, ja, immer. Unbedingt, ja. Ein bisschen unterhalten. Was machst du hier? Also, ich mache ein Interview mit dir. Okay, muss ich jetzt sehr kompetent wirken. Das war's vom Campusfest. Ja.